So, und damit sage ich wieder herzlich willkommen bei Pokémon Mystery Dungeons. Ich muss mal kurz was machen. So. Wie die Zeit vergeht. Es wird schon dunkel. Und wir haben noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Na dann, schlafen wir heute wohl. Mal unter freiem Himmel, was? Brr, hier draußen ist es aber sehr frisch. Was ist zuerst zu tun? Genau, wir müssen ein Haus bauen. In der Tat, nicht auszudenken, wenn es jetzt auch noch zu regnen anfangen würde. Hauptsache, wir sind erstmal vor Wind und Wetter geschützt. Lass uns morgen darüber nachdenken, ein Haus zu bauen, okay? Gute Nacht, Passi. So, Mordot kommt wieder. Guten Morgen. Ich wollte mal schauen, wie es euch geht. Habt ihr gut geschlafen? Guten Morgen, Mordot. Viel geschlafen habe ich nicht gerade. Nein, es war einfach zu kalt. Ringsum war einfach nichts, was uns Schutz vor dem kalten Wind hätte bieten können. Deshalb sollten wir uns so schnell wie möglich ein Haus bauen. Nur wie stellen wir das am besten an? Nichts leichter als das. Ich kenne da jemanden in Rastatt, der euch dabei behilflich sein könnte. Ach, Rastatt hieß es. Echt? Aber sicher doch. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als dem Baumeister zu bieten, sich der Sache anzunehmen. Rastatt ist gleich um die Ecke. Warum geht ihr nicht gleich mal zu ihm? Oh, gerne doch. Lass uns gleich loslegen, Pascal. Losgehen, Passi. Bitten wir ihn, uns ein Haus zu bauen. Jetzt wisst ihr meinen Namen. Ja, okay, ihr wisst ihn bestimmt eh so oder so. Hier entlang. Dieses Grundstück ist wirklich unglaublich weitläufig. Hier entlang. Moa, moa, moa. Moa, moa, moa. Moa, moa, moa. Was war das denn jetzt? Diese Straße benutzen hunderte reisender Pokémon. Daher entstand dieser Ort Raststadt, wo sich müde Pokémon von dem Strapazen ihre Reise erholen können. Es ist gleich dort drüben vorn. Lass uns mal hingehen. So, da werden wir. Herzlich willkommen in Raststadt. So lebhaft habe ich es mir nicht hier vorgestellt. Überall, wo man hinschaut, herrscht geschäftiges Treiben. Dieser Ort ist für sein kristallklares Quellwasser berühmt. Reisende trinken dieses Wasser, um ihren Durst zu stillen und sich für die weiteren Reisen frisch zu machen. Das wird auch der Grund sein, weshalb es hier von Pokémons und nur so wimmelt. Zudem stehen den Besuchern hier allerlei Einrichtungen zur Verfügung. Diese geheimnisvolle Truhe, was? Geheimnisvolle Truhe etwa heißt. Hä? Etwa heißt ihren Verwendungszweck entsprechend. Lagertruhe. Die Abenteurer können hier Geld oder Items ablegen und wieder an sich nehmen. Das ist einer von vielen Läden. Hier kann man kaufen, was das Herz begehrt. Es gibt auch noch Herberge samt Restaurant und vieles weitere mehr. Zögert nicht, alle Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Hä, was soll das? Du bist doch gerade mit voller Absicht in mich reingerannt. Das hat weh getan. Ach was, ich hab dich doch nur gestreift. Du hast überhaupt keinen Grund, hier so herumzuplären. Puh. Du mich auch. Mietstreten, was ist denn hier los? Da herrscht voll dicke Luft und niemand macht Anstalten, die Streithähne voneinander zu trennen. In letzter Zeit liegen die Nerven bei allen ziemlich blank. Es gibt immer mehr Streitereien. Was die Pokémon hier so beunruhigt, den Gerüchten zufolge, ist der Umstand, dass sich allerorten mysteriöse Dungeons ausbreiten. Ob das wirklich der Grund ist, weiß ich nicht.
Jedenfalls ist es in letzter Zeit alle Pokémon sehr leicht reizbar. Die Zahl selbstsüchtiger Pokémon scheint ebenfalls drastisch angestiegen zu sein. Auch vorhin hat niemand versucht, den Streit zu schlichten. Man hat den Eindruck, dass Misstrauen und Gleichgültigkeit mittlerweile an der Tagesordnung sind. Wenn sich doch nur alle wieder besser verstehen können. Schwierige Zeiten in der Tat, wenn man nur irgendwas tun könnte, um da wieder rauszukommen. Ach, vergessen wir das einfach. Ihr seid ja schließlich wegen eures Hauses hier, nicht? Ich gehe mal eben den Baumeister suchen. Schaut euch doch in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um. Nichts lieber als das. Vielen Dank, Moorlord. Hinweis. Du kannst in Rastatt und in deinem Paradies jederzeit den Spielstand speichern. Wähle hierzu den aus dem über X erreichbaren Menü die entsprechende Option aus. Sichere regelmäßig den Spielstand, um deinen Spielfortschritt nicht zu verlieren. Mitteilung. Die Batterieleistung ist schwach. Aufladen oder speichern bzw. Pause auswählen, um das Spiel zu beenden. Was? Ich lade doch gerade auf. Ich lade doch gerade auf. Nein, nicht speichern. Ich wollte eigentlich woanders. So, oh, jetzt geht's mit der Story weiter, hoppla. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Die zwei Praktibalteut sind die Lehrlinge des Baumeisters. Oh Mann. Wir sollten sie fragen. Dürfen wir kurz stören? Wo ist euer Meister? Meister? Meinst du den Boss? Der ist im Restaurant dort. Euer Boss ist der Baumeister, oder? Wir möchten ein Haus bauen. Könnt ihr uns zu einem Boss bringen? Klar, hier entlang. Uns nach. Gut, gut. Viel Glück mit eurer Bitte an den Baumeister. Ich warte hier. Okay, danke. Okay. Wo ist euer Boss? Dort drüben. Da liegst du total daneben. Das ist nicht der Boss. Sieht so etwa ein Baumeister aus. Das ist Varonis. Ihr gehören die Herberge und das Restaurant. Sie ist die Wirtin. Unser Boss ist dort drüben. Das ist Strepoli. Strepoli! die Sache ist die. Der Boss ist manchmal etwas grob. Seid also vorsichtig. Strepoli! Hä? Ah! Was wollt ihr? Boss! Die beiden hier. Was geht da etwa? Geht's etwa um einen Auftrag? Genau, wir möchten ein Haus bauen. Wir dachten, dass uns ein Baumeister sicher dabei helfen könnte. Wir haben gehört, dass es hier einen gibt, deswegen sind wir hier. Wir würden dich natürlich dafür bezahlen. Wir haben nämlich noch kein Dach über dem Kopf. Bitte, baust du ein Haus für uns? Was sagst du? Was sagst du, Boss? Boss! 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 Strepoli! Okay, ich nehme den Auftrag an. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin ein Baumeister. Und Baumeister meinen, was sie sagen. Danke! Passi, wir haben es geschafft. Es wird unser Haus bauen. Es wird unser Haus bauen, okay. Um ein Haus zu bauen, braucht man Geld, nicht wahr? Noch haben wir kein Geld, aber wir werden uns ab sofort ins Zeug legen, welches zu verdienen. Nee, Geld will ich keins. Stattdessen könnt ihr etwas für mich da besorgen. Hier in der Nähe gibt es einen Ort namens Felsenhöhle. Ich will, dass ihr mir einige der Steine holt, die am tiefsten Inneren der Höhle zu finden sind. Steine? Genau, Aquamarine. Um ein Haus zu bauen, brauche ich Baumaterial. Die Aquamarine kann man gegen Baumaterial eintauschen. Die Steine findet ihr, wenn ihr bis ins Innerste der Felsenhöhle vordringt. Lasst mich mal überlegen. 5 kleine Exemplare sollten reichen. Wenn ihr mir sie bringt, tausche ich sie gegen Baumaterial ein. Dann kann ich auch euer Haus bauen. Alles klar, wir müssen dir also nur 5 Aquamarine bringen, richtig? Lass uns gehen, Passi. Ah, mich juckt's, ey. Danke, Strepoli. Und auch euch, Praktibalk. Hä? Wie spät ist denn das? Ah, okay. Da geht noch was. Wie ist es gelaufen? Gut. Er hat den Auftrag bereitwillig angenommen. Er hat gesagt, wenn wir zur Felsenhöhle gehen und dort etwas für ihn besorgen, baut er unser Haus. Verstehe. Das sind gute Nachrichten.
Zur Felsenhöhle gelangt ihr über die Kreuzung außerhalb der Stadt. Super, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Nanu, Praktibalk, was ist los? Wollt ihr uns etwas sagen? Nein, nein, schon gut. Wirklich ist es nichts. Viel Erfolg. Okay, danke. Wir werden unser Bestes geben. Von dieser Kreuzung aus kommt ihr zur Felsenhöhle. Aber es gibt etwas, das ihr beachten müsst. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber die Felsenhöhle ist ein sogenannter mysteriöser Dungeon. Ein mysteriöser Dungeon? Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ich frage mich, was das ist. In dieser Gegend geschehen oft mysteriöse Dinge. Bei jedem Besuch ändert sich die Beschaffenheit der Gegend. Wenn man zum Beispiel unterirdische Wege entlang geht, kommt man an unter blablabla. Was erzähle ich immer da? Unerwarteten Orten heraus. In so einer mysteriösen Gegend warten bestimmt viele Abenteuer auf uns. Deswegen habe ich auch das Grundstück hier gekauft. Das klingt in der Tat spannend. Es ist ein total Zeitvertreib und ab und zu, es wird echt gequatscht hier, ey. Findet man sogar seltene Schätze, aber es kann auch passieren, dass ihr plötzlich von gewaltigen gegnerischen Pokémon angegriffen werdet. Das ist sehr gefährlich, Bobby Blue. Das sind sehr gefährliche Orte, deswegen möchte ich, dass ihr vorsichtig seid. Verstehe. Wie es aussieht, wird der Auftrag wohl nicht so einfach zu erledigen sein. Aber es ist ja auch nicht leicht, ein Haus zu bauen. Nun ja, gebt jedenfalls euer Bestes. Sag mal, Morlord, du hast uns ja gerade gesagt, wie gefährlich es wird. Und trotzdem wirkst du so unbekümmert. Findest du das nicht etwa umgebracht? Umgebracht? Jetzt habe ich umgebracht. Ich wurde umgebracht. Meine Unbekümmerheit ist angeboren. Dagegen kann ich nichts tun. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ihr es schaffen werdet. Das ist irgendwie beruhigend. Auch wenn ich dieses Gefühl überhaupt nicht begründen kann. Du bist mir einer. Aber wir wollen ja schließlich ein Haus haben. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Passi, klär mir doch... Was hab ich in den Mund, ey? Klären wir nochmal, worum uns Strepoli gebeten hat, bevor wir uns auf den Weg machen. Wir sollten bis ins Innerste der Felsenhöhle gehen und dort 5 Aquamarine holen. Das war alles, oder? Okay, dann los geht's. Wir werden sie ihm auf jeden Fall bringen und dann werden wir unser Haus bauen. Oh, wie gequatscht wird, Nein, das wollte ich jetzt nicht. Blablabla. Muss ich hier hin? So, da hat so eine Dungeon. Und zwar die Felsenhöhle. Los gehen wir. Holen wir uns die Aquamarine. Expeditionstipp. Manche Attacken können selbst Gegner treffen, die weit entfernt sind. Die Gegner manchen allerdings ebenfalls Gebrauch von solchen Attacken. Es ist also stets vorsichtig geboten. Schluck auf, ey. Wenn du die Reichweite deiner Attacken und die deiner Verbündeten wissen willst, drücke X, um das Menü zu öffnen. Wähle Attacken und such dir die Attacke aus, der da blablabla. Alter, das wird nur gequatscht, ey. So. Du bist ein... Nee, da habe ich leider keine Attacke. Mano. Was? Loser. So. Das war auch, glaube ich, noch in der Demo dabei. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Auch schon lange her. So. Ja, ich denke schon. Hä? Dort ist ein Gegner, den mache ich mal down. Oh, bang. Was? Ach, die überlebt, obwohl es sehr effektiv ist. Aha. Ganz logisch. Schon wieder du. Ja, bang. Nein, daneben. Au. Was? Was? 30? Achso, die hat ja... Ach, oh, genau. Bin ich irgendwie... Ah, nee. Ich dachte... Hä? Wo komm ich denn jetzt hin? Achso, es geht noch höher, okay. Gegner... Vielleicht?
Hä? Na bla, das weiß jeder. Alter, jetzt bin ich überall gewesen und wieder nur da, oder was? Komm bitte nicht. Hä? Hallo? What's up? Das kleinste Pokémon der Welt. Und das schlechteste. Ja, okay, das schlechteste nicht. Au. Okay, der ist down. Und ein Level up für mich. Okay. Ein Pokémon im Zustand Stillstand kann sich nicht fortbewegen, dann kann jedoch Attacken einsetzen oder Items benutzen. Nach einer Weile klingt dieser Zustand ab. Nein, du hast mich. Los, Sabi, setz irgendwas ein. Hä? Achso, genau, jetzt der Bifoy. Aber wie langsam das immer geht. Kann ich mich jetzt bitte bewegen? Danke. Hey, komm her, ey. Hey, jetzt war ich überall. LOL. Boah, nee, ich war dort schon. Mann, fail. Ich habe einfach keinen Bock, es zu lesen. Mir tut gerade echt die Zunge weh, ey. Ach du Scheiße. Hau ab, klick. Du klick. Ich klick dir eine. So. Ja, das weiß auch jeder. Mann, ich muss mal so. Ist zwar doof, weil das dann echt scheiße aussieht, aber ich kann echt nichts sehen. Ich muss die ganze Zeit nach unten so gucken. Ja, genau, jetzt haben wir sie nämlich da und so. Hä? So. Mit der sie auch sieht. Da könnt ihr auch mal ein bisschen gucken. Hä? Mhm. Hallo? Treppe? Nee, da wird sie nicht sein. Nee, nee, nee. Ah, da ist sie ja. Ich lasse euch über die Zeit. Das lese ich nicht mehr. Oh. So, da mal ein Fleck-Neuil. Wird das Fleck-Neuil? Oder Fleck-Neuil? Ach, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr effektiv. Und bang. Kann man auch die Schnelligkeit? Hoppla. Ja. Erkennt man das, dass ich schnell laufe? Leute, wie schnell ich auf einmal bin. Okay. Ja, da bist du ja. Oh. Was bist du denn? Ich zertrampel dich, du kleines Ding. Ja. Ach so, ich hab. Oh.
bist du schlecht, ey. Ja. Nee, das traue ich mich nicht. Da ist Stahl und normale Attacken bringen nichts. Und ich bin da, wie es aussieht. Puh, wir sind jetzt aber schon ziemlich tief ins Innere der Höhle vorgedrungen. Oh, da drüben, da leuchtet was. Komm schon, Passi. Keine Frage, das müssen sie sein. Die Steine, die Strepoli haben will. Weiter nach unten scheint es auch nicht mehr zu gehen. Da müssen also die richtigen Steine sein. Genau. Schnappen wir uns alle also ein paar dieser Aquamarine und gehen zurück. Alles klar, ich habe jetzt 5 Stück. Passi, lass uns schnell zur Stadt zurückgehen, damit uns Strepoli endlich ein Haus bauen kann. Immer gucken. Aber ich kann noch ein bisschen. Ja. Passi, beeil dich. Kamera, werd scharf. Serbifeu ist ganz aufgeregt. Die Freude über ein eigenes Haus ist wohl wirklich riesig. Aber ja, ich kann es Serbifeu nachfühlen. Ja, das kann ich. Wir sind zurück. Zurück in Rastatt. Lass uns schnurstracks zu Strepoli gehen. Aua! Hey, pass doch auf! Entschuldigung, ich bin echt in Eile. Ich muss da mal weiter. Ich bin ganz schön erschrocken. Was war da mit dem los? Naja, ist auch egal. Passi, beeilen wir uns lieber. Oho, und habt ihr die Aquamarine? Klar doch, in der Höhle waren zwar ein paar fiese Gegner, aber wir haben es geschafft. Gut für euch, versprochen ist versprochen, ich werde euch euer Haus bauen. Hurra! Aber erst bekomme ich die Aquamarine. Also, zeig dich schon her. Natürlich. Nanu, was ist? Die Aquamarine sind weg. Sie sind plötzlich verschwunden. Was? Seltsam. Ich war mir absolut sicher, sie eingepackt zu haben. Und jetzt kann ich nirgends finden. Strepoli! Na sowas. Ihr wart also gar nicht in der Höhle und habt die Aquamarine geholt. Wenn das so ist, kann ich euch leider kein Haus bauen. Aber wir haben die Aquamarine wirklich geholt. Du musst uns glauben. Wenn es so wäre, hättest du mir sie doch jetzt gegeben, oder nicht? Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm, dann geht ihr eben nochmal. Viel Glück. Ja, aber... Mann. Das ist wirklich merkwürdig. Ich bin mir sicher, sie mitgenommen zu haben. Das ist in der Tat komisch. Ich habe auch gesehen, wie Serbifeu die Aquamarine eingesteckt hat. Und auf den Rückweg. Rückweg ist Serbifeu die ganze Zeit vorne weggelaufen. Wenn die Aquamarine runtergefallen, hätte ich das mitbekommen. Ich verstehe zwar wirklich nicht, aber grübeln bringt jetzt auch nichts. Lass uns noch einmal losziehen und ein paar neue Aquamarine holen. Gehen. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, wir gehen jetzt nochmal. Boah, ins gleiche Level oder was? Weil ich glaube, ab hier hat nämlich alles aufgehört. Nee. Nanu, das Pokémon da. Das ist doch das Pokémon von vorhin. Na klar, vielleicht hat Serpifeu die Aquamarine ja bei dem Zusammenschluss verhängen lassen. Und vielleicht kann uns dieses Pokémon was dazu sagen, wenn wir es fragen. Was hast du, Passi? Wie soll das Pokémon von vorhin fragen, ob es etwas weiß? Oh, scheiße, jetzt habe ich echt Schluck auf. Verstehe. Falls wir die Aquamarine wirklich aus dem Rückweg verloren haben, dann könnte dieses Pokémon sie ja durchaus gefunden haben. Wenn wir hier weiter so herumtrödeln, verlieren wir es noch aus den Augen. Oh, fick dich, ey.
Passi, zack ich jetzt. Hey, wartet bitte. Wer ruft denn da nach uns? Ach, die Praktibalk. Aber wir müssen uns bitte entschuldigen. Wir haben es gerade sehr eilig. Wir wissen Bescheid. Ihr folgt Surukex, nicht wahr? Surukex? Du meinst dieses Pokémon eben? Es heißt Surukex? Ja. Und wir wissen auch, wohin er will. Hä? Er ist zum Wandelpass gegangen. Dort findet ihr Surukex. Ich muss den Part beenden. Ich habe echt Schluck auf gerade. Genau, und ihr Knirpse. Also ihr solltet euch auf jeden Fall schnell dorthin begeben. Verfolgt Surukex und holt euch zurück, was euch gestohlen wurde. Holt euch die Aquamarine zurück. Alter, ich kann kaum reden. Die Aquamarine wurde uns gestohlen? Es passierte, bevor ihr das Restaurant betreten habt, als Surukex dich von hinten angerempelt hat. Bei der Gelegenheit hat er eure Aquamarine gestohlen. Was? Aber woher wisst ihr denn beiden das? Weil wir... Bitte verzeiht uns. Wir hatten wirklich keine böse Absichten. Hey, hey! Wartet ihr fälligst! Und weg sind sie. Ich weiß zwar nicht wirklich, was das Ganze soll, aber die Praktipark haben uns aufgefordert, die Aquamarine zurückzuholen und gesagt, dieser Surukex sie uns bei dem Zusammenstoß gestohlen hat. Beim Zusammenstoß mit Surukex in diesem kurzen Augenblick soll er sie uns gestohlen haben? Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, die Praktipark uns anlügen. Passi, am besten wir verfolgen Surukex und sehen, was er zu sagen hat. Surukex soll doch zum Wandelpass gegangen sein, oder? Ich vermute mal, wir kommen von der Kreuzung aus dorthin. Also los, gehen wir zur Kreuzung. Ja, jetzt wird die Demo irgendwann enden. Also ich habe die Demo jetzt nicht. Ich habe das ganze Spiel. Genau, wenn wir jetzt da hochgehen. Tschüss. Die Demo ist beendet. Ja. Da ich jetzt Schluck auf habe, kann ich wirklich jetzt nicht mal weitermachen. Ich kann kaum noch reden, ey. Ich muss was trinken. Damit sage ich jetzt... Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald und ciao!